Ich gebe Ihnen nun eine kurze Einführung in die Programmiersprache JavaScript. Ihre wichtigsten Kriterien sind, dass sie interpretiert ist, dynamisch typisiert, einfache objektorientierte Konzepte hat, die Notation ist ähnlich wie in C++ oder Java, trotz des Namens gibt es konzeptuell wenig Bezug zu Java, die Entwicklung und die Leistungsfähigkeit von JavaScript und ihren APIs ist eng verknüpft mit dem DOM. JavaScript ist als Interpretierer im Webbrowser integriert. Es wird entsprechend für Programme eingesetzt, die im Webbrowser ausgeführt werden. Und hier insbesondere für dynamische Webseiten, für Animationseffekte oder für Reaktionen auf Ereignisse bei der Interaktion mit Webseiten. JavaScript wird aber auch für Programme verwendet, die serverseitig ausgeführt werden. Sehen Sie hier eine einfache Webseite, die ein Form-Element hat. Das ist hier. Und in diese Webseite ist JavaScript-Code integriert. Die Funktion dieser Webseite ist so, dass man eine Zahl eingeben kann und hiervon das Quadrat berechnet wird. Sie können das auch direkt ausprobieren. Und Sie sehen, dass Sie hier ein Feld haben, wo eine Zahl eingegeben wird. Und dieses Feld wird genau hier angesteuert. Das ist ein Zugriff im DOM, der von dem Dokumentobjekt auf das Quadratformobjekt zum Eingabeobjekt und dann auf den Wert geht. Dieses Element, dieser Pfad im DOM hat seine Entsprechung auch hier im HTML. Wir sind im Dokument, das enthält eine Quadratform, die wiederum enthält ein Eingabefeld. Das Attribut Value sieht man hier nicht, deswegen ist das, wenn Sie die Seite aufrufen, auch mit dem leeren String belegt. Intern im DOM ist das natürlich schon angelegt. Klickt man nun auf Quadrat errechnen, wird dieser Event erkannt. Sie sehen hier onClick gleich und die Funktion Quadrat, die Sie ja hier sehen, aufgerufen. Diese Funktion ist auch bekannt, weil sie schon im Head beschrieben ist und wenn es zum Body kommt, kann dieser Aufruf stattfinden. Das war ein kurzes Eingangsbeispiel. Ich bringe jetzt ein JavaScript Kompaktkurs, bestehend aus Historie, Erklärung, wie man Code einbindet, Grundlagen zur Syntax, zu Variablen, Operatoren und so weiter. Und dieser Kurs ist ziemlich gleich aufgebaut wie der Kurs zu PHP. Und Sie können zwischen diesen beiden Dokumenten, einmal PHP auf der Serverseite und einmal JavaScript auf der Client-Seite hin und her springen. Dann sehen Sie die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten und können die beiden Sprachen leichter lernen. JavaScript hat eine bewegte Historie. Ausgangspunkt war es, dass es darum ging, dynamische Webseiten zu erzeugen. 1993 gab es die erste Version eines Mosaik-Browsers mit Farben für Links und Text. Dann 1994 Netscape 1, 1996 Netscape 2. Und dann auch JavaScript. Das heißt zuerst Mocha, dann LiveScript und hatte etwa die Macht wie DOM Level 0. Der Erfinder von JavaScript ist Brandon Eich. Im gleichen Jahr wird JavaScript standardisiert, das heißt ein ECMA-Skript.
1997 dann Netscape 4 mit DRDML, das auf W3Cs Cascading Stylesheet Version 1 basiert und das JavaScript 1.2 mitbringt. Im gleichen Jahr von Microsoft ein deutlich besseres Konzept für dynamische Webseiten. Es ist so gut, dass das W3C sich daran orientiert und die DOM-Entwicklung hierauf aufbaut. Microsoft entwickelt JScript als Konkurrenz zu JavaScript. 1998 wird das Open-Source Mozilla-Projekt gestartet. 2002 kommt die berühmte Rendering Engine Gecko. Ich habe das auch verlinkt. Kann man ein bisschen über Gecko lernen. Gecko ist bis heute im Einsatz und ist stetig weiterentwickelt worden. Dann beginnt ein Wettlauf um bessere und schnellere JavaScript-Versionen, was wirklich zum Nutzen von uns Anwendern geworden ist. 2008 die berühmte JavaScript Engine V8 von Google und JavaScript 1.7, was noch ECMA Script 3 heißt. Die letzte offizielle JavaScript-Version ist 1.8.5, danach heißt JavaScript nur noch ECMA 2.6.2. Für Webentwickler ist es entscheidend zu wissen, was das JavaScript in einem bestimmten Browser kann. Und eine sehr gute Übersicht hierfür gibt es bei CanGex. Hier sehen Sie auf der X-Achse die verschiedenen Browser-Versionen, auf der Y-Achse Teile der API und der Funktionsfähigkeit von JavaScript, sogenannte Features. Und Sie sehen, welche Browser was unterstützen. Interessant sind auch die Statistiken zur Verbreitung. Hier wieder der bekannte Diori-Index. JavaScript auf Platz 7 und an allen Programmiersprachen gerechnet schon 2,5%. Hier sehen Sie JavaScript hier oben. Das ist ein Einbettungsplot, der die Popularität von bestimmten Programmiersprachen bezüglich Fragen auf GitHub und auf Stack Overflow hat. Die Älteren unter Ihnen werden es vielleicht noch wissen. JavaScript ist eng verknüpft mit dem sogenannten Browserkrieg zwischen Microsoft und Netscape. Und mehr zu dieser Historie habe ich hier verlinkt. Das ist sehr interessant. Zu den Zielen der W3C DOM-Initiative gehörte es, die Browserentwicklung zu vereinheitlichen. Und man kann sagen, dieses Ziel ist mehr oder weniger erreicht. Mittlerweile ermöglichen die Browser-APIs fast aller Hersteller den Zugriff auf das HTML-Dokument gemäß DOM Level 3. Weiter in unserem Kompaktkurs: Einbindung in HTML-Dokumente. JavaScript kann an verschiedenen Stellen in einem HTML-Dokument vorkommen. Als erstes diskutiere ich die Auszeichnung mit dem sogenannten Skriptbereich. Hierzu habe ich zwei Beispiele verknüpft. Das erste Beispiel zeigt eine erzeugte Hello World-Seite mit dem Text darunter, Text danach. Wenn wir uns das entsprechende JavaScript angucken, dann sehen Sie uns da mal den Head hier. Und im Head steht ein JavaScript-Stück mit Document Write Hello World. Das heißt, diese Überschrift H2 wird hier vom JavaScript erzeugt. Im Body steht dann literales HTML. Das zweite Beispiel erzeugt eine HTML-Seite, die auch Hello World ausdruckt, diesmal aber mit Text davor. Das ist jetzt hier nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wie diese Seite erzeugt wird. Wir haben im Skriptbereich im Head eine Funktionsdefinition. Und diese Funktionsdefinition, die wird beim Einladen der Seite ausgeführt und ergibt eine Funktion HW. Und diese Funktion HW, wenn man sie aufruft, die druckt dann auf das Dokument mit H2 Hello World. Im Body, literales HTML, steht Text davor und dann folgt der Aufruf,
dieser Funktion, die wir oben definiert haben. Das Skriptelement kann mehrfach in einem HTML-Dokument verwendet werden. Der JavaScript-Code wird beim Einlesen des Dokumentes vom Browser sofort ausgeführt. Natürlich erzeugt die Auswertung eine Funktionsdefinition, keine Ausgabe, sondern als Seiteneffekt wird eine Funktion definiert. Es gibt auch keine Vorschrift dafür, an welcher Stelle in einem HTML-Dokument ein JavaScript-Bereich definiert werden darf. Aus Sicht der Ladezeit kann es sinnvoll sein, diesen am Ende eines HTML-Dokuments zu platzieren. Eine separate Datei mit JavaScript-Code sollte die Dateinamenerweiterung .js besitzen. Insbesondere darf eine solche Datei nur JavaScript-Code enthalten. Eine weitere Möglichkeit von JavaScript ist die Verwendung im Zusammenhang mit Ereignissen, Events, die zum Beispiel ein Bediener auslösen kann. Das Ereignis selbst ist als Attribut kodiert. Hier zum Beispiel onClick und dahinter steht ein JavaScript-Code. Der Attributwert ist eine Anweisungsfolge, die beim Eintritt des Ereignisses ausgeführt wird. Auch in einem Ankerelement kann statt einer URL mit JavaScript eingeleitet eine Anweisungsfolge angegeben werden, die beim Klicken ausgeführt wird. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, JavaScript in einer separaten Datei unterzubringen. Hier sehen Sie ein Beispiel für ein Onload-Event. Das ist die erzeugte Seite. Und das ist der entsprechende HTML-Code. Und Sie sehen, dass eine Funktion hier oben im Head definiert wird. Und bei Onload, also wenn die Seite geladen wird, wird diese Funktion ausgeführt. Das zweite Beispiel zeigt, wie JavaScript aus einer Datei heraus verwendet wird. Hier sehen Sie, im Skript steht die Angabe dieser Datei und die Datei selbst enthält die Funktion HW, Document Write, und dann ein String. Wir kommen zu den Grundlagen der Syntax. Die Notation von Bezeichnern und anderen Dingen ähnelt in vieler Hinsicht der von C++ und Java. Es gibt eine einheitliche Schreibweise für alle Arten von Bezeichnern. Hier steht die BNF-Form dazu. Groß- und Kleinschreibung wird unterschieden. Die Bezeichner sind also case-sensitive. Wenn Sie auf PHP klicken, sehen Sie, wie das in PHP geregelt ist. Üblicherweise werden Anweisungen durch ein Semikolon getrennt. Ein Semikolon am Zeilenende kann aber entfallen. Der doppelte Slash kommentiert bis zum Zeilenende aus und die balancierte Kommentarklammerung ist mit Slash Stern, Stern Slash. Zur Deklaration von Variablen dienen die Schlüsselworte var und let. Zur Deklaration von Konstanten gibt es das Schlüsselwort const. JavaScript ist dynamisch typisiert und Variablen und Konstanten können Werte beliebigen Typs annehmen. Es gibt lokale und globale Variablen. Eine Variable ist lokal für eine Funktion, wenn sie innerhalb des Bindungsbereiches der Funktion mit var deklariert wird. Eine Variable ist lokal für einen Block, wenn sie innerhalb des Bindungsbereichs des Blocks mit let deklariert wird. Globale Variablen und Konstanten gelten im ganzen Programm. Es sei denn, sie werden von einer lokalen Variable geshadowed, überdeckt. Es gibt den JavaScript noch das besondere Konzept des Hoisting, das heißt Hissen, wie Flagge hissen.
Und damit kann man unabhängig von der Position einer Variablen Deklaration vorwegnehmen. Hier kommt ein Beispiel zur Illustration von Geltungsbereichen und lokalen und globalen Variablen. Wir haben eine Funktion und wir haben vorher Variablen eingeführt, line, sum, call, minimum, maximum. Und diese Variablen werden hier in der Funktion auch benutzt. Nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und überlegen Sie sich, welche Variablen lokal und welche global sind. Halten Sie dafür das Video jetzt an. N ist eine lokale Variable, weil sie hier als Parameter übergeben wird. Sum ist auch eine lokale Variable. Sie wird mittels let innerhalb der Funktion deklariert. M1 ist lokal für die gesamte Funktion. Call ist global. M2 ist lokal für den zugehörigen Block. Eine kurze Wiederholung von Operatorpräzedenz. Ein Operator mit höherer Präzedenz bindet seine Operanden stärker als ein Operator mit niedrigerer Präzedenz. Durch Klammerung lässt sich die Präzedenz in Term vorschreiben. Der Baum, den Sie hier sehen, demonstriert sehr gut, wie die Präzedenz ist, weil er wird rekursiv abgearbeitet. W wird mit C mal genommen und das wird zu A addiert. Ein Operator ist links assoziativ, wenn beim Zusammentreffen von Operatoren gleicher Präzedenz der linke Operator seine Operanden stärker bindet als der rechte. Rechtsassoziativ ist analog definiert. Minus ist links assoziativ. Denn beim Zusammentreffen von zwei Minusen, Sie sehen hier, wird erst der linke Operator ausgewertet, a minus b, und das Ergebnis dann, von diesem wird c subtrahiert. Hier ist eine Übersicht über Präzedenzstelligkeit und Assoziativität der Operatoren. Mittlerweile sind wir bei den Datentypen. Es gibt Number, String und Boolean. Bei Number gibt es keine Unterscheidung zwischen Ganzzahlen und Gleitpunktzahlen. Der Wert n, a, n, groß N, klein a, groß N, not a number, steht für ein undefiniertes Ergebnis. Der Wert Infinity steht für einen Wert, der größer als die größte repräsentierbare Zahl ist. Bei Strings werden Zeichenkettenliterale mit einfachen oder doppelten Anführungszeichen notiert. Die Konkatenation ist wie in Java. Zwei Strings können mit Plus aneinandergefügt werden. Zeichenkettenfunktionen wie Länge, Index oder Charakter an bestimmter Position werden in objektorientierter Notation dargestellt. Die boolschen Literale sind true und false. Insbesondere nicht groß geschrieben, sondern genau wie es hier steht. Es gibt noch die beiden Spezialtypen undefined und null. Der Wert undefined steht dafür, dass eine Variable keinen Wert hat und wird zurückgegeben, falls eine Variable benutzt wird, die zwar deklariert wurde, aber noch nie einen Wert zugewiesen bekommen hat, oder falls auf eine Objektkomponente zugegriffen wird, die nicht existiert. Null steht dafür, dass eine Variable keinen gültigen Wert hat. Man muss vorsichtig sein, wenn man Null und Undefined vergleicht. Sie sind was Verschiedenes, werden aber von dem Vergleichsoperator als gleich interpretiert. Für eine typsichere Prüfung auf Gleichheit muss der Operator
gleich verwendet werden, beziehungsweise Ausrufezeichen gleich für Ungleichheit. Eine interessante Überraschung hält JavaScript bei Datentypen von Funktionen bereit. Es ist sehr flexibel. Funktionen sind First-Type-Objects und können in ganz verschiedenen Formen deklariert werden und aufgerufen werden. Man kann Code und Daten mischen und die Rollen können vertauscht werden, so wie bei den ersten klassischen funktionsorientierten Sprachen wie Lisp. Natürlich ist eine Funktion ein Stück ausführbarer Code, der in einem JavaScript-Programm definiert wird, und Funktionen sind Objekte vom Typ Function. Es gibt drei Arten, wie man eine Funktion definieren kann. Als klassische Funktionsdeklaration, als Funktionsausdruck, als Expression bzw. auch Funktionsliteral genannt und mit dem Konstruktor Function. Die klassische Funktionsdeklaration sehen Sie hier. Sie haben das Schlüsselwort Function, dann den Funktionsnamen, dann die Parameter oder auch Lambda-Liste und dann den Body, der die eigentliche Funktion mit ihrer Semantik beschreibt. Eine Function Expression kann auf verschiedene Arten notiert werden. Zum einen mit dieser File-Semantik. Sie sehen, die Parameterliste, man sagt auch die Lambda-Liste, bildet ab auf diese Definition. Und dieser Ausdruck, der dann hier entsteht, dieser Ausdruck, der wird P zugewiesen. P enthält also diese Funktion. Das geht auch ohne die File-Semantik. Das ist hier in dem zweiten Beispiel. Diese beiden ersten Funktionsausdrücke sind anonym, aber es geht auch benannt. Das heißt, Sie können eine Funktion als Funktionsliteral bzw. als Expression aufschreiben und dieser Funktion trotzdem einen Namen geben. Und jetzt wird klar, wenn man so Funktionen definieren kann, kann man das überall, an jeder Stelle machen. Auch von einer Eingabe, die einen String liest, her machen. Man kann Funktionen übergeben, manipulieren. Und das bedeutet First Class. Sie können in jedem Ort der Parameterübergabe eingesetzt werden. Der Hintergrund zu Funktionsliteralen ist sehr gut aufbereitet in dem Text, den ich hier verlinkt habe. Name Function Expression Demystified. Das ist das Beste, was ich hierzu gefunden habe für JavaScript und für die, die sich für diese Art von Programmieren interessieren, für Funktionsobjekte interessieren, auch für selbstmodifizierenden Code. Das alles ist ja hiermit möglich. Sei erstmal das hier als Einstieg empfohlen. Die letzte Art der Definitionsvarianten ist mit dem Konstruktor Function. Achten Sie dabei darauf, dass es sich hier um das Function-Objekt handelt und man mit New Function einen neuen Prototyp erzeugt. Die Funktionsdefinition wird dem Konstruktor mit übergeben. Diese Übersicht der Definitionsvarianten ist zwar recht kompakt und knapp, aber auch übersichtlich und soll Ihnen helfen, sich nicht verwirren zu lassen, wenn Sie die verschiedenen Formen gemischt im Programm sehen. Ich habe noch ein paar Details dazu hier bei den Bemerkungen notiert, ein Hinweis zu First-Class-Objekten, dann zu der Semantik des Schlüsselwortes this. Das hängt nämlich vom Ort des Funktionsaufrufs ab, wie die Bindung stattfindet. Und noch ein paar Besonderheiten zu Error-Funktionen. Sie sehen verschiedene Links zu MDN, zu Mozilla Developer Network. Das
ist eine hervorragende Quelle für JavaScript, gut verständlich und auf professionellem Niveau. Hier zum Beispiel für this oder auch eine Übersicht über die Verwendung von Arrow-Funktionen. Hintergrund zu First-Class-Objekten finden Sie bei Wikipedia. Insbesondere geht es hier um Übergabe als Parameter, Rückgabewert, zur Laufzeit erstellbar, keine eigene Identität. Wir kommen nun zu dem extrem wichtigen Datentyp Objekt. JavaScript ist zwar keine objektorientierte Programmiersprache, so wie Java oder C++. Es gibt zwar den Datentyp Objekt, das Vererbungskonzept baut allerdings auf Objektprototypen auf und nicht auf einem Klassensystem, mit dem man komplexe Hierarchien machen kann. In JavaScript kann jedes Objekt als Prototyp, also als Vorlage zur Konstruktion neuer Objekte verstanden werden. Es gibt deshalb keine strikte Unterscheidung zwischen Klassen- und Instanzobjekten. Objekte lassen sich kopieren, Komponenten lassen sich hinzufügen, Vererbungshierarchien aufbauen. Man könnte das als prototypbasierte Vererbung bezeichnen. Es gibt verschiedene Arten, Objekte zu definieren. Ich stelle sie im Folgenden kurz vor. Wir fangen an mit A, mit einer Funktionsdeklaration als Konstruktor. Sehen Sie zunächst, dass hier eine Funktion ganz normal definiert wird. Die Funktion hat einen Namen, nämlich myCar. Und Funktionen sind ja auch Objekte. Und deswegen können Sie den new-Operator hierauf anwenden. Mit newMyCar erzeugen Sie ein neues Objekt, was die Property, die Eigenschaft Year hat. Und mit newMyCar 2020 bekommt dann Year den Wert 2020. Diesem neu geschaffenen Objekt, was jetzt in der Variable Car1 gespeichert wird, wird eine zweite Property hinzugefügt durch diese Zuweisung, nämlich die Eigenschaft Marke Brand. K1.brand ist gleich Tesla. Sie sehen also hieraus, Sie können jede Funktion benutzen zur Objektdefinition und Sie können Eigenschaften einfach hinzufügen. Etwas natürlicher erscheint uns die Definition als Objektliteral. Literal deshalb, weil wir literal die Dinge, die im Objekt sind, hier notieren. Es wird ein Objekt mit zwei Eigenschaften gemacht. Es entsteht quasi das gleiche Objekt wie bei Car1, aber diesmal durch dieses literale Aufschreiben. Die dritte Möglichkeit ist über die Funktion Object als Konstruktor. Mit newObject wird ein Objekt erzeugt, ein leeres Objekt, das nennen wir hier K3, und dem fügen wir noch zwei weitere Komponenten hinzu. In allen drei Varianten wurde das gleiche Objekt erzeugt. Die vierte Möglichkeit, ein Objekt zu erzeugen, ist mit einem durch Class definierten Konstruktor. Class ist das Konzept, um einen neuen Prototypen zu bauen und darin ist es möglich, in einer Class-Definition die Konstruktorfunktion anzugeben. Und mit new angewendet auf die Klasse wird dieser Konstruktor aufgerufen. Der Zugriff auf die Objektkomponenten ist natürlich unabhängig von der Art der Objekterstellung. Er geschieht immer mit einem Objektausdruck. Punkt Komponente. Und Objektausdruck kann eine lange Pfadhierarchie in DOM sein, kann ein Funktionsaufruf sein. Es ist ein Ausdruck, der letztendlich ein Objekt zurückgibt. Ich habe das auf der nachfolgenden Bemerkungsfolie nochmal vertieft.
Hier sehen Sie es, ein Objektausdruck ist ein JavaScript-Ausdruck, der zu einer Referenz auf ein JavaScript-Objekt evaluiert. Und wenn Sie draufklicken, bekommen Sie auch ein entsprechendes Beispiel, ähnlich wie wir es eingangs gesehen haben. Das hier ist quasi der Objektausdruck und hier hinten ist dann die Komponente, auf die wir zugreifen. Wichtig noch, Objektkomponenten können Funktionen sein und die heißen dann Methoden. Der Aufruf von Methoden geschieht genau wie das Ansprechen einer Komponente, aber es kommen noch zwei Klammern dahinter. Zugriff auf die Werteeigenschaft eben Objektausdruck Punkt Komponente ohne die Klammern. Es folgen zwei einfache Beispiele für das bisher Gesagte. Wir definieren Methoden als Funktionsausdruck mal und als Funktion. Es wird hier die Klasse bzw. der Objektprototyp MyCircle definiert. Diese hat einen Konstruktor. Der Konstruktor das Argument R für Radius. Und dann gibt es noch die Funktion, die hier anonym über die Pfeil-Syntax notiert wird. Dis.circ erhält diesen Funktionsausdruck hier und der berechnet auf Basis des Radius den Umfang. Außerhalb des Konstruktors ist eine ganz normale Funktion beschrieben, noch innerhalb der Klassendefinition, mit der die Fläche berechnet wird. Wir erzeugen nun ein neues Objekt in dieser Art mit New Circle, übergeben 3 als Parameter für den Radius und damit verschiedene Möglichkeiten, hier auf die Funktion zuzugreifen. Mit c.radius greifen wir auf den Wert selbst zurück. Mit c.area, Sie sehen es an den beiden Klammern, führen wir die Funktion area aus. Mit c.circ führen wir die anonyme Funktion aus, die den Umfang berechnet. Wir sind immer noch bei den Datentypen und kommen nun zu den Arrays. Ein Array ist wie immer eine Abbildung von Indizes auf Werte. Dabei ist jedes Element eines Arrays ein Paar bestehend aus einem numerischen oder einem String-Index und einem zugeordneten Wert. Arrays sind Objekte vom Typ Array und Sie sehen hier wieder, wenn wir es mit Objekten zu tun haben, dass die Vereinbarung ist, die Konvention ist, dass diese mit einem großen Buchstaben anfangen. Es gibt verschiedene Arten, Arrays zu erzeugen, alle mit dem Konstruktor Array. Und ich reiße die kurz an. Zum einen als Liste von Werten. Das ist literal. Sie rufen also die Array-Funktion auf und schreiben die Werte einfach hin und haben dann an der 0. Position den leeren String, an der 1. Position den String Jan und so weiter. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie erstmal ein leeres Array erzeugen und dann indexweise füllen. Das Array heißt Monatsname und Sie setzen Monatsname 1 auf Januar, Monatsname 2 auf Februar und so weiter. Die dritte Möglichkeit ist ein assoziatives Array. Soll Ihnen zeigen, dass Sie nicht nur Indizes hier vorne haben können, als Argument vom Array, sondern auch Strings, also wie eine Hash-Table damit arbeiten können. Und das sehen wir hier, dass Januar die 1 bekommt, Februar 2 und so weiter. Und Sie können dann die entsprechenden Werte abrufen, indem Sie diesen String übergeben. Wie man alle Elemente eines Arrays aufzählen kann, sehen Sie hier. Wir machen eine Vorschleife über alle Indexausprägungen mit im Name Monatsnummer. Im Name ist der Schlüssel und schreiben dann den Schlüssel einschließlich des Wertes hier raus. Wir kommen zu den Kontrollstrukturen.
Hier gibt es keine große Überraschung. Eine Anweisungsfolge bzw. ein Block hat diese Form mit geschweiften Klammern. Sie definiert einen Scope jedoch nur für Let-Deklarationen. Eine var-Deklaration gilt auch in der umgebenden Funktion bzw. dem umgebenden Programm. Das ist wichtig zu verstehen. Keine große Überraschung bei bedingten Anweisungen, if, else. Die Return-Anweisung zur Rückgabe eines Wertes. Dann die Wildschleife und die Forschleife. Wenn Sie das letzte Beispiel ausführen, dann sehen Sie, dass eine Pyramide von Sternen gedruckt wird. Wie bei PHP ist die Parameterübergabe standardmäßig Call by Value. Ein Großteil der Funktionsbibliothek bei JavaScript ist in Form von Objekten implementiert. Erinnern Sie sich, das war auch ähnlich bei PHP. Wir unterscheiden vordefinierte Objekte, deren Funktionalität ist unabhängig von Dokument und Browser. Denken Sie daran, dass JavaScript seinen Ursprung bei Browser hatte und sehr viel darauf zugeschnitten ist. Beispiele für vordefinierte Objekte sind Array, Date, Function, Math. Einen guten Überblick finden Sie hier im Mozilla Developers Network. Es gibt auch vordefinierte Funktionen. Aber besonders wichtig sind die DOM-Objekte, die das Dokument und den Browser, Inhalte vom Browser repräsentieren. Für alle Elemente des DOM gibt es ein Interface. Das ist zum Beispiel für den Node, den Knoten im DOM, also ein ganz allgemeines Interface, oder für ein Dokument oder für ein HTML-Element. Ich habe hier einige Beispiele rausgepickt. Und dann sehen Sie auch eine Unterscheidung, dass es einen DOM-Teil gibt, der unabhängig von HTML ist und einen DOM-Teil gibt, der abhängig vom HTML ist. Jedes HTML-Element hat eine bestimmte API und das, was Sie hier sehen, das ist diese. Das ist genau die Beschreibung, die wir beim Lernen von dem Kapitel HTML auch schon gesehen haben. Und so wie ich das damals schon beschrieben habe, nämlich dass ein HTML-Dokument nicht ein String ist mit Content-Attributen in der serialisierten Form, das ist nur eine Erscheinungsform, sondern dass es eigentlich eine Datenstruktur ist mit einer API. Das sehen Sie hier. Hier fallen diese beiden Sachen zusammen. Die JavaScript-Beschreibung, die Sie hier sehen, ist genau die JavaScript-Beschreibung bzw. die API, die Sie auch in der HTML-Spezifikation nachlesen. Ich habe hier in der Bemerkungsfolie diese entsprechenden Referenzen auch nochmal verlinkt. Und Sie sehen, die führen genau auf die entsprechenden Definitionen von dem HTML. Auf der nächsten Bemerkungsfolie gibt es noch etwas Background dazu.
Und der erklärt noch die genaue Verwendung von Window und Document. Diese sind auch Objekte bzw. Prototypen gemäß der Interface-Spezifikation der DOM-API. Und in einem konkreten Dokument geschieht der Zugriff auf die Instanzen durch die JavaScript-Variablen Window und Document. Und die werden direkt angelegt, wenn ein Browsing-Kontext entsteht, wenn eine Webseite gerendert wird und dafür der DOM erzeugt wird. Das Zusammenspiel bzw. die Identifikation, also die Gleichheit von HTML serialisiert, also wie Sie es lesen im Dokument und dem DOM, das können Sie auf dieser Seite sehen. Hier oben sind wir im Markup sozusagen, hier sind wir hier unten im DOM. Wenn wir oben im Markup was schreiben, Test zum Beispiel, dann sehen Sie, dass im DOM auch direkt was passiert. Und wenn die Seite angezeigt wird, dann sehen Sie das, was hier unten steht. Und das sind keine verschiedenen Dinge. Zentral ist die DOM-API. Hier oben, das, was wir Markup nennen, ist die Serialisierung von Elementnamen und Textinhalten. Und das Gerenderte ist das, was der Browser durch die Interpretation des DOM daraus macht. Von der JavaScript-Funktionsbibliothek werfen wir jetzt mal einen besonderen Blick auf die. Von der JavaScript-Funktionsbibliothek werfen wir jetzt einen besonderen Blick nochmal auf die DOM-Objekte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um auf HTML-Objekte im DOM und auf deren Eigenschaften zuzugreifen. Das ist zum einen über den qualifizierenden Namen gemäß der DOM-Hierarchie. Das haben wir im Eingangsbeispiel kennengelernt und es erschien uns wahrscheinlich ganz natürlich. Sie erinnern sich, hier ist die Webseite, mit der wir das Quadrat erzeugen und wir mussten natürlich den Wert irgendwo herbekommen. Den holen wir jetzt aus dem Form-Element hier unten. Und in diesem Form-Element gibt es die Quadratform, die Eingabe und da gibt es einen Wert. Und jetzt sehen Sie auch hier das eben schon angesprochene Document. Neben dem qualifizierenden Namen gibt es Methoden und Attribute direkt in der DOM-API, die man benutzen kann. Das ist mal beschrieben hier als ein Dokumentausdruck. Es ist also ein Ausdruck, mit dem wir auf ein Dokument zugreifen. Und dort können wir alle Elemente bekommen, die einen bestimmten Namen, also von einem bestimmten Typ sind. Oder alle Elemente, die eine bestimmte ID haben. Oder alle Bilder oder alle Forms. Hier steht Dokumentausdruck, weil dieser erste Teil zu einem Dokument evaluieren muss. Wir können auch direkt auf Elemente zugreifen, indem wir einen Elementausdruck haben und dann alle Elemente bei ihrem Tagname uns geben lassen. Auf der Bemerkungsfolie steht nochmal, was Element bzw. Dokumentausdruck sind. Es sind Spezialisierung von einem allgemeinen JavaScript-Expression, die zu einem Objekt führt und sich der Semantik der DOM-Hierarchie bedient. Diese ersten beiden Möglichkeiten können kombiniert werden. Wir haben deswegen als drittes die Kombination von API und qualifizierenden Namen. Hier sehen Sie API-Aufruf. Und hier ein Name. Sie sehen also, es gibt eine Menge von Möglichkeiten, um in einem Dokument zu navigieren. Und
Das scheint ein bisschen verwirrend zu sein am Anfang, aber Sie werden sehen, dass die Konzepte sehr natürlich einem vorkommen, wenn man damit hantiert. Ich habe noch mal ein Beispiel hierfür auf der Bemerkungsfolie notiert. Wir fangen in der Regel mit dem Dokument an. Das ist eine DOM-API-Variable, die auf das Dokument zeigt. Dann gibt es eine Methode, um zum Beispiel alle Elemente eines bestimmten Typs Form zu holen. Und dann ein benutzerdefiniertes Objekt, was Eingabe heißt. Und das hat dann eine Eigenschaft. Und die fragen wir ab. Im Folgenden werden diese Möglichkeiten alle mal an einem Beispiel illustriert. Wir beziehen uns dabei auf das Einführungsbeispiel. Sie erinnern sich, dieses hier. Die Webseite ist hier unten verkürzt quasi dargestellt. Hier oben sehen Sie einen abstrakten Blick auf den DOM. Und hier rechts sehen Sie das, was gerendert passiert. Also, wenn Sie es mit diesem Viewer vergleichen, sind alle drei Ebenen da. Markup, DOM und Rendering. Wollen Sie beispielsweise auf das erste Form-Element zugreifen, also hier das violett eingekreiste, dann können Sie das machen, indem Sie Document Quadratform notieren. Das ist nämlich genau der Name von dieser Form. Hier. Quadratform. Sie können sich auch alle Elemente geben lassen, die Form heißen und davon das erste nehmen. Vielleicht gibt es eine ID, die Sie kennen. Dann ging das mit der API-Funktion getElementsById. Tatsächlich, Sie sehen, es gibt diese ID. Oder Sie können auch eine Query spezifizieren mit der API-Funktion QuerySelector. Hier unten sehen Sie Kontrollausgaben. Das können Sie ins Dokument schreiben und dann werden die ausgeführt und Sie werden dann sehen, was Sie zurückbekommen, welche Art. Zum Beispiel ein Objekt, was ein Formelement ist oder ein Objekt, was eine Collection ist. Oder ein Objekt, was ein HTML-Formelement wieder ist. Also ein Array bzw. eine Menge hier in der Mitte. Auf den folgenden Folien wird jetzt der Zugriff immer weiter spezialisiert. Zuerst hier wollten wir das Formelement haben. Dann gehen wir auf das Eingabeelement und nachher auf den Wert. Und es passiert nicht viel. Wenn wir auf das Eingabeelement gehen, sehen Sie, gehen wir von Form auf Eingabe, da hängen wir einfach Eingabe hier dran. Und wenn wir das über die API-Funktion mit Elements by TagName machen wollen, dann geben wir Form an, das erste Element aus der Form und darüber die Eingabe. Auch bei dem Query-Selektor sehen Sie, wir haben hier die Spezifikation auf das Objekt und hier hinten dann die Eingabe. Und das führt sich kanonisch fort bis auf den Wert. Hier vielleicht das klarste jetzt: Dokument, Quadratform, Eingabe, Value. Es kommt überall noch Value hinten dran. Genauso wie das Abfragen von Werten ist natürlich auch das Setzen möglich. Wir kommen nun zum letzten Teil unseres Kompaktskriptes, nämlich der Ereignisbehandlung. Ein Ereignis, ein Event ist die Wahrnehmung einer Zustandsänderung. Und
programmiert man damit, also die ereignisgetriebene Programmierung ordnet diesen Events Operationen zu. Ich werde das nicht sehr weit vertiefen, weil mit dem bisherigen JavaScript-Wissen müsste fast alles für Sie selbsterklärend sein. Es gibt hier nur ein Beispiel, um Varianten für die Behandlung eines Mausklick-Ereignisses zu demonstrieren. Die Webseite, die Sie hier sehen, macht Folgendes: Wenn Sie auf Ping klicken, dann kommt eine Alertbox mit Ping. Wenn Sie auf Pong klicken, kommt eine Alertbox mit Pong. Also nichts Kompliziertes. Die Frage ist, wie ist das realisiert worden? Wir haben ein Form-Element mit zwei Knöpfen, Ping und Pong. Und hinter den Ping-Knopf, da fragen wir den Event onClick ab und geben als JavaScript-Code die Alert-Methode an, die wir wiederum in String Ping geben. Bei dem Pong-Knopf machen wir gar nichts. Wir fügen nur diesem Element noch den Namen, den Wert Knopf zu. Hier drunter notiert ist JavaScript-Code. Und was wir hier sehen, ist, dass wir dem Document-Test-Form-Knopf, was wir hier also gerade beschrieben haben, den Event onClick hinzufügen und hier eine Funktion definieren, genau quasi wie vorher, aber es geschieht eben nicht in der Form selbst, sondern einfach später mit Hilfe eines Skriptes. Das soll Ihnen demonstrieren, dass Sie sehr leicht das Verhalten ändern können. Das muss auch nicht so explizit mit der Zuweisung geschehen, mit diesem On-Click-Event hier. Sie können auch, das ist das Üblichere, einen sogenannten Event-Listener hinzufügen, der auf Click reagiert, falls Sie später noch auf andere Events reagieren wollen. Die Ausführung ist dann wie gehabt. Und das beendet auch unser JavaScript-Ereignisbehandlungsteil. Hier sind noch ein paar Dinge auf der Bemerkungsfolie genannt. JavaScript kennt über 70 verschiedene Ereignisse. Das ist sehr interessant, was es alles gibt. Das können Sie sich hier direkt angucken. Network Events, Resource Events, Focus Events, Web Services und so weiter und so weiter. Beachten Sie auch, dass mittlerweile viele Maus-Events ohne JavaScript direkt mittels CSS realisiert werden können. In unserer Arbeitsgruppe wenden wir dieses Prinzip zum Beispiel an, um unsere Kurse anzuzeigen. Das hier ist alles eventgetrieben, aber rein über CSS. Das heißt, es funktioniert auch, wenn JavaScript abgeschaltet ist. Wir sind damit am Ende des JavaScript-Kompaktkurses angelangt und wie immer habe ich Ihnen die Quellen, die ich besonders gut finde und die ich auch hier verwandt habe und zwischendurch verlinkt habe, für JavaScript hin zusammengefasst. Machen Sie es gut und viel Spaß beim Programmieren.